Denn wir sollen ja wirklich sparen. Wir haben ja jetzt in Berlin eine Ampelkoalition, ne? Und die waren sich in einem einig, die haben gesagt, wir kommen auch ohne Leuchten aus. Anfangs habe ich gedacht, Rot, Gelb und Grün, das ist uns was anderes, vielleicht klappt das ja. Vor allen Dingen, weil ja bei einer Ampel die Gelbphase am kürzesten ist. Ne? Und die Gelbphase ist am kürzesten, aber nach Gelb kommt dann wieder Rot. Ne, das merkt, ihr wisst das ja all, wenn du selbst auf der Ampel zufährst und es ist Gelb. Die meisten von uns, seien wir ehrlich, da komme ich noch drüber. Dann sagen die Frauen, Josef, du bist bei Rot drüber gefahren. Ja, da war ich aber schon ein Stück weg. Ne? Ich meine, ich fahre sowieso nicht ja ein Auto, früher schon nicht. Ich habe mir mit der Führerschein schwer getan. Ich weiß noch, die erste Fahrstunde, ich war so nervös, ich sagte zum Fahrlehrer, soll ich kuppeln oder soll ich schon mal zünden oder Gas geben? Er sagte, setzen Sie sich nur erstmal nach vorne. Denn das war ja bei der Ampel, das wechselte sich immer ab am Anfang. Da kam Rot, da blinkte wieder Grün auf, dann Gelb, dass einige schon hier in die Ampel treten wollten, weil sie nicht funktionierte. Und auf einmal hieß es, der Kanzler spricht. Das ist inzwischen schon ein Fortschritt, wenn der Kanzler spricht. Ne? Ich meine, der Merkel war ja schon kein Temperamentsbündel. Aber je in Olaf Scholz war das Tina Turner. Ne? Und dann hat er gesprochen in einem Wort, das habe ich vorher noch nie gehört, in einem Wumms hat er gesprochen. Eine Wumms und dann noch, genau, eine Doppelwumms. Ne? Aber der Scholz, er hat damit vielleicht keine politische Leistung, aber er wird auf jeden Fall das Unwort des Jahres erfunden haben. Wobei, lass uns zufrieden sein, wenn man in das Ausland guckt, ne? Der Trump will wieder antreten und auch sein unehelicher Sohn in England. Mit die Frisur hätte ich früher nicht in die Schule gehen dürfen. Ne? Das ist der Einzige, der den Thermomix für die Haare benutzt. Und dabei war es in England doch gerade schön. Die Queen hatte ihr 70-jähriges Amtsjubiläum und das war ja wirklich eine tolle Leistung, unvergleichlich, müssen wir sagen. 70 Jahre im Amt, das hat auch einen Beifall verdient. Ne? Wobei ich mir von keinem deutschen Politiker wünsche, und da habe ich Karl Lauterbach noch nicht mal namentlich erwähnt. Ne? Und dann kam die Premierministerin Liz Truss. Ne, die hat gesagt, sie wäre die eiserne Lady. Aber du bist keine eiserne Lady, nur weil du Blech redest. Ne? Und dann hat einer gewettet, habt ihr das mitgekriegt, sie wäre kürzer im Amt, als eine Kopfsalat hält. Ja, da sind wir wieder bei unserer Regierung. Der Salat haben wir schon, was uns fehlt, ist ein Kopf. Ne?